Die EU ist derzeit noch mit einem weiteren wichtigen Thema beschäftigt, nämlich dem Brexit. Sie haben sich immer wieder öffentlich für Großzügigkeit gegenüber den Briten geäußert. Die Briten sollte man, wenn immer möglich, in der EU halten. Das ist nun nicht mehr möglich. Wie sehen Sie die gegenwärtigen Scheidungsverhandlungen zwischen den Briten und der EU? Und was müssten die Schweizer für ihr Rahmenabkommen, über das die Schweizer dann sich auch Gedanken machen müssen mit der EU, was könnten die Schweizer davon lernen? Also die Verhandlungsposition der Schweiz gegenüber der EU wird ja durch den Brexit gestärkt. Massiv, weil da ein ähnliches Land ist, mit vergleichbaren Interessen. Und ich würde jetzt aus der Sicht der Schweiz vor einer Ratifizierung solcher Abkommen erstmal eine Pause einlegen und warten, was mit Großbritannien passiert. Das Entscheidende ist ja die Frage, ob der EuGH hier weiterhin die letzte Instanz sein wird. Und das würde ich niemals akzeptieren aus der Sicht der Schweiz. Also das Verhalten des EuGH in Sachen EZB-Kontrolle ist skandalös gewesen. Das deutsche Verfassungsgericht hat den EuGH der Willkür bezichtigt, ja, und hat sein Urteil nicht akzeptiert. Wie kann man eine solche Institution dann noch akzeptieren, wenn man gar nicht zur EU gehört? Das geht doch gar nicht. Also sollte Großbritannien hier keinen Deut nachgeben in dieser Frage. Ich hoffe natürlich, dass man ein Handelsabkommen findet im beidseitigen Interesse, denn Europa ist der größte Exportmarkt für Großbritannien. Großbritannien ist oder war der drittgrößte Absatzmarkt für deutsche Firmen. Also muss man verhindern, dass es hier zu Brüchen kommt, die man nicht mehr reparieren kann. Aber Brüssel muss sich dazu eben auch sehr stark bewegen. Die Art, wie Brüssel seine Kompetenzen ausgedehnt hat, in Verletzung, offenkundiger Verletzung des Subsidiaritätsprinzips, ist inzwischen doch sehr, sehr kritikwürdig. Ich meine, ich denke hier auch in dem Zusammenhang an die deutsche Automobilindustrie. Da gibt es also von Brüssel gesetzte Emissions- und Immissionswerte für die Autos. Na, Emissionswerte versteht man ja noch, wie viel CO2 die ausstoßen dürfen. Aber die Emission, die in den Städten gemessen wird, die wird auch in Brüssel festgelegt. Das ist doch etwas, was auch unverständlich ist aus der Sicht des Subsidiaritätsprinzips. Was geht denn Brüssel an, wie viel Feinstaub in Stuttgart toleriert werden soll? Das geht noch nicht mal die Bundesregierung was an. Das geht die Stuttgarter etwas an. Das können sie doch selber bestimmen. Und aber wegen solcher Vorgaben aus Brüssel werden dann Innenstadtbereiche gesperrt für Dieselautos. Und im Ruhrgebiet eine ganze Autobahn ist nicht mehr befahrbar für ältere Dieselautos. Das geht doch nicht. Das ist eine offenkundige Verletzung dieses Subsidiaritätsprinzips. Und da gibt es viele Beispiele, die man hier anführen kann. Zum Abschluss, Herr Sinn, Deutschland, das Ihr Heimatland, und die Schweiz, das sind Nachbarländer. Sie kennen beide Länder sehr gut, die direkten Nachbarn. Wir sind uns in vielem ähnlich und in vielem doch sehr unterschiedlich. Was könnten die beiden Länder voneinander lernen? Ja, also ich bin doch irgendwie ein Fan der Schweiz geworden. Je älter ich werde, desto klarer sehe ich die Vorteile dieses liberalen Grundansatzes, der in der Schweiz herrscht. Ich glaube auch, der Arbeitsmarkt ist besser funktioniert, ist besser organisiert, weil eben dieser ewige Kündigungsschutz, den wir in Deutschland haben, nicht so passiert. Und trotzdem hat die Schweiz wenig Arbeitslosigkeit. Die Schweiz hat mit ihrer eigenen Währung die Möglichkeit, ein riesen Wealth-Portfolio anzulegen, ähnlich wie die Norweger, nicht? Wie groß ist es jetzt? 700 Milliarden Franken oder so in der Größenordnung. Die Schweiz ist zum größten Eigentümer deutscher Staatspapiere geworden. Also das ist alles eine schöne, komfortable Situation. Wir haben im
ähnlichen Umfang bloße Targetforderungen gegen das Eurosystem, die man uns um die Ohren schlagen wird, wenn wir das irgendwie zurückfordern. Also es hat viele Vorteile, in der Schweiz zu sein. Man kann das Rad der Geschichte aber nicht zurückdrehen. Also ich sage jetzt nicht, dass man den Fehler, der mit der Einführung des Euro begangen wurde, rückgängig machen kann, indem man den Euro abschafft. Das ist wie Rührei. Wenn es einmal verrührt ist, können Sie die Eier nicht wieder draus machen, ohne Probleme. Aber man muss trotzdem Reformen durchführen, die dieses Subsidiaritätsprinzip stärken. Und was ich auch gut finde in der Schweiz, ist, dass es nicht diese Gemeinschaftshaftung gibt. Ich meine, ein Kanton, der sich verschuldet, muss selbst sehen, wie er mit seinen Gläubigern klarkommt. Der Bund steht dafür nicht ein, die Schweizer Notenbank steht dafür nicht ein und kauft die Papiere nicht. Die Gebietskörperschaften stehen füreinander nicht, also die Übergeordnete für die Untergeordnete nicht, nehmen Sie Volkerbad, das dann pleite ging und die Gläubiger haben gedacht, sie kriegen von Wallis das Geld wieder, das war aber nicht. Und das ist richtig so. Also die Gläubiger müssen Angst haben vor dem Konkurs des Schuldners. Ob das nun ein privater Schuldner ist oder ob das eine staatliche Gebietskörperschaft ist. Denn nur so passen Sie auf, wem Sie das Geld geben und geben auch nicht zu viel. Ja? Wenn eine Gebietskörperschaft sich zu stark verschuldet, dann kriegen die Gläubiger kalte Füße, verlangen höhere Zinsen. Die Folge ist, dass die Gebietskörperschaft aufhört, sich zu verschulden. Das ist das Grundprinzip der föderalen Stabilität auch der Schweiz und auch eigentlich des Föderalismus in den USA, wo die Einzelstaaten ja auch nicht aus der Patsche gehauen werden, wenn sie sich überschuldet haben, durch Aktionen des Bundesstaates oder auch durch die Zentralbank. Die Zentralbank Fed hat jedenfalls bislang, jetzt denken Sie nach über eine Änderung Ihrer Pläne, aber bislang noch keine Staatspapiere der Einzelstaaten gekauft. Der Einzelstaat muss selber sehen, wie er mit seinen Gläubigern klarkommt. Da hilft kein anderer. Und das führt zu einer fundamentalen Disziplin. Diese Disziplin hat der Schweiz und auch den USA 150 Jahre Frieden und Stabilität verschafft. Und daraus sollten wir vielleicht lernen in Europa. Gelegentlich wird in der Schweiz kritisiert, unser Binnenmarkt sei nicht sehr kompetitiv, nicht sehr wettbewerbsorientiert. Könnten wir vielleicht ein bisschen etwas vom Wettbewerbsgedanken oder von der Wettbewerbsorientierung Ihres Landes lernen? Ja, das mag sein. Also gerade im Agrarsektor ist die Schweiz nun alles andere als wettbewerblich und schottet sich hier ab, um die Bauern zu schützen, wie Europa das natürlich auch nach außen hin irgendwie tut. Deswegen ist es gut für die Schweiz, Freihandel mit der EU zu haben, ja, und alle Zollschranken hier zu beseitigen und den Wettbewerb auf diese Weise reinzubringen, ja. Es gibt natürlich in der Marktwirtschaft immer wieder die Tendenz, dass Wirtschaftsbereiche versuchen, durch Einflussnahme auf den Staat geschützte Bereiche sich zu verschaffen. Davor ist auch die Schweiz nicht gefeit, sondern es bedarf also der aktiven Politik gegen diese Tendenzen, um Freiheitlichkeit und Wettbewerb zu bewahren.